Die als Wutwirtin bekannt gewordene Alexandra Pervolescu kündigt in sozialen Netzwerken an, Badcafé, goodbye. Ende April soll es zum Abschied von ihrem Lokal in Linz kommen. Die Linzerin ignorierte Corona-Vorschriften und öffnete ihr Badcafé trotz des verhängten Lockdowns. Ihre Begründung war damals, die Covid-Einschränkungen würden sie um ihre Existenz bringen. Für die Aktion kassierte die Lokalbetreiberin eine Verwaltungsstrafe von 5.000 Euro. Weil sie die nicht zahlte, musste die 52-Jährige eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. 42 Tage lang war die Wirtin in Haft. Jetzt steht das Lokal offenbar vor dem Aus. Dazu möchte ich nichts sagen, meinte Pervolescu zur Krone. Wenig später legt sie auf ihrem Online-Profil nach. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Hochachtungsvoll, Wutwirtin, Mutwirtin, Corona-Leugnerin und vieles mehr. Die Wirtin machte nie einen Hehl aus ihrer Ablehnung gegenüber den Corona-Vorschriften. 20 Mal wurde sie laut eigenen Angaben abgestraft, weil sie keine Maske trug. Die wöchentlichen Demos endeten in ihrem Lokal. Gesetzlich standen ihr die Corona-Förderungen zu. Rund 60.000 Euro staatliche Zuwendungen soll sie bekommen haben.